So ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar sind wir wieder in Karls Erdbeerhof und heute ist die Winter-Weihnachts-Edition. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich bin gespannt, ob der Park offen hat. Ich bin gespannt, wo meine Kinder ist und meine Frau. Die sind nämlich schon einfach vorgelaufen. Also, hinterher, los geht's! Potztausend, wie er sich sputete. Welche war die beste? Erdbeertraum. Die haben mir auch am besten geschmeckt. Der Baum? Nein, der Baum. Das ist der das ist doch falsch rum. Mit der ersten Skin wird die Tageskarte aktiv. So, das können wir gleich umwandeln. So, die nächste. So ihr Lieben, hier riecht es wieder herrlich nach Erdbeeren. Wahnsinn, selbst im Winter. Die Kaffeekannenbahn, richtig cool. Einmal durchs. Oh, jetzt habe ich hier in dieses Lego-Ding verlaufen. Dabei wollten wir doch die Matten haben. Hier müssen wir lang. Verlaufen. Da lang. Oh, das war schon so oft hier. Hier müssen wir lang, genau. Ich habe die kleinste Tee- und Kaffeekanne hier gefunden. Hier vorne. Mega. Warten wir, dass wir kurz ein bisschen vorfahren. Jetzt los! Warte, hol mich mal ein! Das gibt's doch gar nicht! Oh, los geht's! Jetzt bin ich extra noch mal hochgelaufen, um die Klamotten zu holen. Aber Lea hat sie einfach mit runtergenommen. Das ist, wenn man sich nicht abspricht. Und was ist mit Spider-Man? Willst du nicht? Hey, das ist doch da. Oder mit Schokoauge. Erdbeer und Schokolade. Nur. Friede? Hast du? Schmeckt das? Danke. Hey! Ach, die gute alte Bonbon-Manufaktur. Und mich haben sie damals irgendwie vergessen. Ich wollte das mal mitmachen. Aber dann gucken wir uns das so mal an. Probier auch gleich. Schön, schön, schön. Das Gute ist ja, dass wir im Winter jetzt hier drin sind und halten uns die ganze Zeit hier im Bonbonland auf, weil wir müssen gar nicht raus, weil draußen ist nämlich nichts offen. Außer die Bahn. Doch, ich glaube schon, dass da was offen ist. Ja, aber eine Sache. Aber weißt du, was draußen trotzdem noch ist? Die Kälte. Genau, die Kälte. Deswegen können wir hier drinnen schön rumstöbern. Und wir werden gleich noch zur
Schlittschuhbahn fahren. Ganz genau. Und vielleicht machen wir heute noch Kuscheltiere. Oh ja, und Kuscheltiere machen wir auch noch. Ja. Wenn man sagt, wir dürfen jeder eigene Hunde rein. Wir trainieren uns. Eiswelt, Kinder, wir gehen in die Eiswelt. Da gehen wir immer. Ja. Aber Mama hat irgendwas vom Schlittschuhlaufen erzählt. Ja, die gibt's da hinten im Restaurant, ist der Schlittschuhbahn, da gehen wir auch noch hin. Papa, ich hab einen Anzug gekriegt. Aber hast du einen Kinderponcho? Der ist doch falsch rum angezogen. Ich helf dir mal. So, Gruppenfoto. Lisbeth hier, hier bin ich. Hä, hey, das hab ich nicht. Ja, eben, Singer. So, auf geht's in die Eiswelt. Das ist bestimmt genau das gleiche wie letztes Mal auch, oder? Greta, Greta, warte, Lisbeth, Lisbeth, warte, diese Mädels, da hinten sind sie, ich hab sie, ich krieg sie. Wo ist der Minotaurus? Wow. Ein schöner Schmetterling. So fühle ich mich auch immer. Ich bin Edda, ja. Rechte. Edda, keine Kartoffeln! Ja, meine Eiskönigin. Wir sind jetzt im Kuscheltiergarten. Und wie lange noch, Greta, bis wir kommen? 14 Minuten. Und hast du schon was ausgesucht, was du machen möchtest? Oh, ich nehme dieses Klamotte hier mit dem vom Weihnachtsmann. Und jetzt finde ich so einen Brunnen. Da oben ist der auch schon ausgestopft. Oh, cool. Wir wissen ja noch nicht so genau, ob man dem was anziehen kann. Wieso? Aber du hast doch den Weihnachtsmann-Anzug. Ja, aber schau, der sitzt. Ach so. Ach, das wird schon funktionieren. Also, bitte, wenn man... Mit dem gar nicht. Aber ja. Ich möchte den hier dann... Irgendwie auch. Ich glaube, ich ziehe ihm nichts an. Aber wenn es passt, ziehe ich ihn dann. So, wie spät ist es? Okay, Frage 1. Soll er flauschig werden oder kräftig? Flauschig. Flauschig. Keine Ahnung. Papa, ich dachte, das wird Zuckerwatte. Ja, also. Denken viele. Erstes Probekuscheln, ob es dir so gefällt. Knuddel los, richtig drücken. Ganz fest. Gefällt dir so? Ja. Dann ups, darfst du ja mal das Herz aussuchen. Das machst du jetzt da ganz tief. Darfst du nicht mehr senken. Perfekt. So, ihr braucht aber noch Leben. Also tief Luft holen und kräftig reinpusten. Jawohl, sehr gut gemacht. Hier ist die Geburtsurkunde. Bitte. Danke. Und dein neuer Freund. Spaß. Ja, es kommt weiter. Jawohl. Toll. Ja? Sehr schön. Dann immer das Herz aussuchen. Sehr schön.
Komm, da geht noch mehr. Los. Ah, da war sie. Sehr gut gemacht. Ich natürlich die Geburtsurkunde. Mein Glückwunsch. Danke. Papa? Ja? Ich brauche den Papa gar nicht. Diesen Papp. Nee, den brauchst du, den Pappbügel. Ich hab doch noch welche. Ja. Ich hab welche aus Plastik. Und wie heißen sie? Das weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, ich nenne sie Lieb. Und du? Und du? Nein, die Zuckerstange. Zuckerstange und Lebkuchen, sehr cool. Oh. Ich nehme euch jetzt mit. Los geht's. Wir fahren über das Eis. Also wir fahren über das Eis. Über das Eis. Wir fahren über das Eis. Wir fahren über das Eis. Wir haben jetzt Essenszeit. Die beiden Mädels, der Junge und das Mädel, die haben sich auf jeden Fall schon was Süßes geholt. Und Greta und ich warten auf unser Kuddelmuddel und Puddelwuddel-Essen. Das kommt gleich. Und dafür haben wir hier unsere Wartemarke. Ja, die sind nur einmal rot geleuchtet. Echt? Ja, einmal. Einmal nur? Das muss länger rot leuchten. Hier ist es. Hör, wo ist meine Remoulade? Ach da. Brauchst du noch Mayonnaise? Nee, die ist da hinten. Ah, okay. Greta, guten Appetit. Ja, kann das nicht. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis wir einer kommen. Also ich muss ja echt mal zugeben, das sind die besten Pommes, die ich bisher hier gegessen habe. Die sind frisch, die liegen nicht in der Auslage und sind genau richtig. Also außen kross, innen schön weich. Und das Kuddelmuddel ist neu, sagst du? Ja. Okay. Also. Mega. Genau, mega. Auch die Fischmarke ist total klasse, das frisch zubereitet. Und nicht wie letztes Jahr draußen. Das war nicht so schön gewesen. Jetzt geht es endlich mal raus. Bisschen den Winter genießen. Oh, da macht sie die Tür auf, da kommt der Winter auch gleich volle Wucht reingezogen. Richtig cool, aber hier ist nichts los. Der Himmel ist ein bisschen blau. Und wow, wir gehen jetzt erst in die Angsthasen-Show. Ich gehe als erstes weg da.
Machst du mal? Oh, jetzt. Danke! Oh, Ratti! Oh, wer ist denn da drinne? Du hast dich erschrocken. Das ist ja echt gruselig, ey. Papa, komm mal die Finne heran. Na los. Kuckuck. Tschüss, geht in den Brunnen. Aber es geht von vorne los. Achtung. Jetzt. Nee, dauert. Doch. Wow. Was wird uns jetzt erwarten? Wer wird auf uns zukommen? Da, die Zwillinge kommen. Nein, sie kommen! Sie kommen! Was sagst du? Und ich bin ja eben alleine, das war ja eben ein Video. Und dann kommt ist ja frech. Recht. Was ist das denn? Ach, ich bin das. Sah ja auch geil aus, oder? Boah, cool. Okay, da guck mal, da am Hase. Möhrchen oder Saures? Ein Angsthase mit einem Bettlaken. Das ist ein Geisterhase. Also die Angsthasenscheune ist richtig, richtig cool. Allerdings finde ich diese Zwillinge-Mädchen, die finde ich ganz schön gruselig, selbst als Erwachsener. Aber ich hoffe, die Kinder haben es gut weggesteckt. Wir werden es ja heute Abend sehen, wenn es ins Bett geht. Geil, mega, Spaß gemacht. Warte. So. Und warte, ich muss die Tür aufmachen. Oh, oh. Und rein spaziert, Dickerchen. Ich bin der Feuer. Okay. Ich sitze hier. Jawohl. Ich bin der Feuer. Auf der linken Seite sehen wir Karlchen. Ja. Da sind ja zwei Gänse. Siehst du die? Gänse. Da sind sie. Sie picken was. Oh, bring, leck, 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 leck. Da sind die Gänse. Und hier ist der Bär. Der Wolf. Achtung, Gänse, da ist der böse Wolf. Hier ist der böse Wolf. Oh. Jetzt geht's los. Und Aquarium, klar. So, wir gehen jetzt wieder rein. Es ist nämlich bitterlich kalt, ne? Darf ich nicht anfassen, Scheiße!
Angst, Hasenscheune. Jawohl. Kalt, 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 kalt. Als Eistee. Ja, heute zu nichts Nein gesagt. Du, ich dachte, wir machen. Die goldene Erdbeere wurde hier ausgegraben. Das war's für heute. Winter- und Weihnachts-Edition Karls Erdbehof. Das war richtig klasse. Ich habe mir Erdbeer-Weihnachtskugeln gewünscht und habe die sogar bekommen. Richtig cool. Wir sehen uns gleich nochmal am Auto wieder. Und dann werden wir mal erzählen, was wir heute alles ausgegeben haben, weil das ist nämlich auch noch sehr, sehr spannend in einer fünfköpfigen Familie. Also, bis gleich. Wir sind jetzt im Auto nach diesem wunderschönen Tag und wir haben mal kurz Kassensturz gemacht. Also, wir haben Eintritt bezahlt für drei Personen, zwei Kinder, ein Erwachsener. Ich habe die meiste Zeit auf die Sachen aufgepasst. Dann haben wir Essen bezahlt und zwar ganz genau summa summarum. Dann haben wir bei Bild Karlchens Bär zwei Tiere gekauft. Zwei Hunde plus Kleider. Dann haben wir eben noch Trinkschokolade und die tollen Erdbeer-Weihnachtskugeln gekauft. Das waren auch nochmal 10 Euro. Haben wir noch was geholt? Ach ja, und dann noch Eintritt für Friedel noch nebenbei, wo er einzeln mitfahren und musste. Ja, ich habe noch die Szene bei der Raupe, wo keiner nur die Raupe darf. Haben wir erst 3,50 Euro bezahlt bei der Raupe und dann konnte sie aber nicht mehr fahren. Ach ja, genau, die ist ja stecken geblieben. Haben wir die wiederbekommen. Dann haben wir noch 3,50 Euro für die Kaffeetassen-Express bezahlt. Dann ist die da durchreingefallen, wenn ich stehen geblieben war. Ganz auch. Und beim Traktor, da brauchte Friedel nicht bezahlen, das haben sonst reingekommen. Richtig cool, weil Weihnachten war. Und jetzt haben wir summa summarum bezahlt. 113, 158. Plus Krimskrams. Ich bin das hier einfach ein. Ich kann das gerade gar nicht. 158, 168, knapp 180 Euro, glaube ich. Aber der Originalbetrag, den blende ich jetzt hier ein. Originalbetrag. Also, Kinder, habt ihr Spaß gehabt? Ja! Ja! Ach so, Friedel hat noch Lego gekriegt. Ach ja, Lego. Was hast du dafür bezahlt, Friedel? Ja, das ist eine gute Frage. Krankenwagen. Der Krankenwagen haben wir ganz für Schein. Ja, jeder hat ja was gekriegt. Hier ist er noch da. Du hast den gerade in der Hand. Ja, aber das steht da nicht drauf. Das habe ich mich nämlich vorhin schon gefragt. Hier. Ja. Das, ob das hier so viel teurer ist als sonst. Ja, 12,56 Euro. Nochmal oben. Also, knapp 200 Euro heute ausgegeben für einen für einen fünfköpfigen Familienausflug. Das geht aber, finde ich. Also, das finde ich wirklich. Ja. Also, es ist zwar viel Geld, aber für fünf Personen geht es auch teurer. Es geht auch teurer. Das heißt, manchmal schon ein Eintritt. So sieht es nämlich aus. Also, ihr Lieben, schön, dass ihr ein bisschen durchgehalten habt. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis demnächst. Auf Wiedersehen! Akku leer! 5%! Tschüss! Tschüss! Goodbye! Au revoir!